Ein warmes Willkommen für Julian Vogels und eine Runde Applaus. Ich meine, die Nummer ist 8011, nicht 8012. Da könnt ihr uns dann hören. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielleicht sogar ein bisschen zu aufgeregt, also müsst ihr ein bisschen aushalten. Ich erzähle euch was über die Evolution und das Design von digitalen Musikinstrumenten. Das will ich nicht so total technisch machen, aber ich möchte so ein paar Maker inspirieren, da vielleicht mitzumachen. Also, ich bin Julian, ich komme aus Süddeutschland, habe in Montreal studiert. Und ich laufe gerade eine kleine Musik-Startup-Firma. So, wo kommen DMIs, digitale Musikinstrumente, her? Die haben eigentlich eine sehr lange Geschichte, trotzdem, was du denken möget. Und die ganzen Instrumente, die klassischen Instrumente, die wir kennen, sind sehr alt und sehr raffiniert und sehr gute Instrumente. Aber am Anfang des 20. Jahrhunderts haben Menschen halt neue Technologien entdeckt und wollten das halt benutzen, um damit Musik zu machen. Und schon 1897 wurde das Telharmonium erfunden, was so ein bisschen wie eine große, riesige Orgel ist, wo es dann darum geht, es gab kein Radio, es ging also ein bisschen darum, die Klang in die Heime der Leute zu verbreiten, und das war ein riesiges Kabelgerät, das wog mehr als 200 Tonnen. Kostet ein Vermögen. Und 1890 haben wir den ersten Open-Air-Controller, die Theremine von Lev Termin. Sound Problems. Now you can hear the kannst du die Theremine hören, aber nicht mehr den Vortragenden. 1928 hat Onis Martineau das Onis Martineau erfunden hat. Mit sehr einzigartigen Controls. Sehr schöne Tremolo-Effekte. Und sehr einfache Dynamikkontrolle. Das ist wieder sehr laut ist. Diese frühen Musikinstrumente. Waren nicht so richtig anerkannt in der Gesellschaft, weil die sehr futuristisch waren. Das Trautonium, der Vorgänger des Synthesizers. Resistorkabel zum Spielen, was wieder sehr laut ist. Und später die Hammond-Orgel. Es ist nicht so richtig ein elektronisches Instrument. Es ist mehr elektromechanisch, aber es ist trotzdem sehr wichtig und deshalb wollte ich es zeigen. Dann haben wir das elektronische Sackbutt. Das erste Instrument. Und mit voltkontrollierten Synthesizer, wo du aktive Kontrolle hattest. Dann begann eine neue Zeit der Computermusik. 1957 hat Max Matthews hat das Telefonnetzwerk benutzt, um tatsächlich den ersten Computerprogramm für Klang zu schaffen. Und gleichzeitig hat das Mark II von RCA
veröffentlicht oder erfunden. Das klingt dann ungefähr so. Sehr populär. Ah. Der MOOC und der Mini-MOOC, die ein großer kommerzieller Erfolg waren. Und dann eine neue Zeit, wo dann alles digital wurde. Die Fairlight, die einer der ersten digitalen Synthesizer war, MIDI wurde erfunden und spezifiziert als Spezifizierung. Und jetzt könnt ihr Synthesizers miteinander verbinden. Das ist sehr wichtig, weil jetzt das Interface vom Sound getrennt wurde. Und jetzt werden nur noch Kontrollsignale geschickt, was sehr wichtig ist. 1980 wurde auch das erste populäre, unkonventionelle Kontrollinstrument erfunden, weg von dem ganzen Keyboard-Teil. Und gleichzeitig sehr viele Forschungsprojekte in verschiedenen Orten. CMI klingt irgendwie so. Und dann, immer noch in den 80ern, natürlich, wie ihr alle wisst, dieser Klang. Neue Generation von Synthesizern, die immer noch sehr populär benutzt werden bis heute in der Popmusik. Eine der Ecksteine davon war die DX7 von Yamaha, die FM Digital Synthesis benutzt hat. Und in Mitte der 80er hat Miller-Purkett Max erfunden. Das ist bis heute immer noch die wichtigste oder eine der wichtigsten Computermusik-Software für Kompositionen und Synthesierung und sowas. Und dann werden Steuerelemente immer weniger konventionell, immer unkonventioneller. Also Max Matthews, derselbe, der auch MIDI erfunden hat, hat den Radio Baton, also den Radiostab, erfunden. Das sind also weiterentwickelte Sensoren. Zum Beispiel gibt es Lightning, was mit Infrarottechnik funktionierte. Und im Jahr 2002 gab es die erste NIME-Konferenz, New Interfaces for Musical Expressions, neue Schnittstellen für musikalischen Ausdruck. Und zwischen 2002 und 2008 wurden 266 neuartige Musikinstrumente vorgestellt. Ich habe keine Daten für diesen Abschnitt bis heute, aber man kann sehen, wie viele Erfindungen es gibt und wie beliebt dieses Feld wurde. In der Zukunft, glaube ich, wird es eine wachsende Zahl von Neuerfindungen geben und neuen Instrumenten, weil wir besser zugängliche Sensoren haben und Materialien. Und auch, ich denke, die Community, die Gemeinschaft der Musiker, die Musikerinnen, die eher konservativ bisher waren, öffnen sich allmählich. Man sieht mehr und mehr, dass neue Instrumente gespielt werden von Musikerinnen und Musikern. Ja, aber zur gleichen Zeit, man muss sagen, es gibt viele Muster, die wiederholt werden. Es gibt so viele Erfindungen, aber diese sind leider nicht wirklich bekannt. Sie werden nicht kommerziell erfolgreich. Sie haben keinen öffentlichen Erfolg. Und dies ist auch, warum ich diesen Vortrag halte. Ich möchte inspirieren, dass diese Erfindungen nicht in der Garage bleiben sollten. Gut, nun zum Entwurf, zum Design. DMI,
digitale Musikinstrumente bestehen aus drei Teilen. Es gibt die Schnittstelle, mit denen man mit dem Instrument interagiert. Es ist wirklich wichtig, dass die Schnittstelle getrennt ist von der Klangquelle. Die Klangquelle ist in der Regel ein Computer und die Übertragung, die Abbildung der Eingabe auf die Ausgabe ist vorhanden. Das ist der Computer. Das ist also ziemlich aufregend, denn digitale Musikinstrumente sind jetzt flexibel, sie können angepasst werden, sind völlig offen, man kann machen, was auch immer an Klängen man erzeugen möchte. Man kann Steuerelemente sehr weit verändern, nicht unbedingt physische Objekte der alten Art. Man kann so ganz neue, schnelle musikalische Ausdrücke finden. Meine persönliche Forschungsarbeit ist mehr auf der Seite der digitalen Steuerungselemente, Eingabelemente. Ich denke, dass Controller-Eingabelemente sehr interessant sind. Wir benutzen sie ständig. Zum Beispiel, ihr benutzt eine Tastatur, um zu tippen. Die ist dafür speziell entworfen worden. Ihr benutzt ein Gamepad. Ihr benutzt manchmal auch eine Tastatur fürs Spielen oder Gamepad. Oder ihr müsst was schreiben auf eurer Konsole. Ihr seht also, dass der Entwurf muss zum Zweck passen. Und es gibt verschiedene Arten von Eingabeelementen, das, was ich sehr interessant finde. Ich versuche das mal so zu klassifizieren. Wir haben also erweiterte Musikinstrumente, instrumentähnliche, instrumentinspirierte und alternative Eingabeelemente. Zum Beispiel hier angepasste Musikinstrumente, die einfach mit einem Haufen von Sensoren erweitert werden, Knöpfe oder hier ist eine angepasste Posaune. Andere Dinge sind Klangerzeugungen, die parallel zum Output des Instruments starten, laufen. Dann gibt es instrumentähnliche Eingabelemente, die also die Gesten eines Musikers, einer Musikerin emulieren möchten. Stellt euch vor, jemand spielt Trompete, bekommt dieses Instrument in die Hand und bekommt ein ähnliches Musikinstrument in die Hand und kann es dann sofort benutzen, obwohl der Klang ganz anders ist. Dann gibt es instrumenteninspirierte Eingabeelemente, Steuerelemente, die entfernen sich etwas weiter von den instrumentähnlichen Eingaben. Es können immer noch die gleichen Gesten benutzt werden, aber es ist schon anders. Hier haben wir zum Beispiel eine Tastatur, die sehr wobbly ist. Oder hier kann man zum Beispiel die Klanghöhe durch Slide-Bewegungen verändern. Es gibt die Eigenharp oben rechts und Instrument One, ein neues Instrument. Und dann alternative Eingabelemente haben überhaupt nichts mit klassischen Musikinstrumenten zu tun. Zum Beispiel gibt es die Audio Cubes, die Audiowürfel. Die Würfel sind, die über ihre gegenseitige Position sich bewusst sind. Es ist also kein konventionelles Musikinstrument, ist mehr eine Art sequentielle Kontrolle von irgendetwas für ambiente Instrumente. Dann zum Beispiel hier Perry Crook, ein berühmter Instrumentenmacher, Hersteller. Er benutzt Alltagsobjekte, eine Tasse, einen Schuh, weil er sagt, dass Menschen sofort eine Beziehung dazu aufnehmen können. Sie nehmen das in die Hand und wissen sofort, wie sie es halten. Sehr viel schneller, als wenn es irgendein willkürliches, künstliches Objekt wäre. Dann gibt es auch die Alpha-Sphäre, auch eine interessante Form. Oder ein Grafiktablett, was ich auch mag als Beispiel. Das hat wirklich sehr genaue Sensoren und ist außerdem ein Alltagsobjekt. Jeder weiß, wie er oder sie einen Stift benutzt. Und dann gibt es auch Teil der alternativen Eingabeelemente sind kollaborative Eingabe. Hier gibt es also eine Tuba, die von zwei Menschen gleichzeitig gespielt wird, und da gibt es ein
oder diesen Tisch hier, das ist ein tastbares Interface, das dann projiziert, auf diesen Tisch projiziert wird, von unten, und der Tisch kann rotieren, kann Positionen verändern, und so kann man dann auch Musik machen. Und dann gibt es Körpereingabe-Elemente, die sehr beliebt sind. Ihr wollt dann einfach euren Körper beliebige Gesten einsetzen, alle möglichen Daten erfassen über Hand- und Körperbewegungen. Zum Beispiel Michel Weisswied, dies heißt The Hands, ein sehr berühmtes Instrument. Oder hier diese Handschuhe in der Mitte. Onyx Ashanti mit B-Jazz und Marco Danarama, der Biosignale verwendet von seinen Armen, die direkt in Musik umgesetzt werden. Außerdem Open-Air-Eingabeelemente. Das heißt, es gibt keinerlei Feedback. Die Hände haben keine Sensoren. Es geht immer um Computerabbildungen. Und dafür in der Zukunft wird es sicherlich klar, es wird sicherlich klar damit, welche Richtung in der Zukunft eingeschlagen wird. Es geht um erweiterte Realität, virtuelle Realität. Okay, nun zu dem Interface, zu der Schnittstelle. Wie wird so etwas entworfen? Wie fängt man an? Für mich ist das, was ich gerne tun möchte, ist über Gesten nachdenken. Wie bewegt sich ein Musiker, eine Musikerin? Was kann man sich vorstellen? Was passt gut zur Dynamik, zur Lautstärke, zur Tonhöhe? Ist es eine diskrete Tonhöhe oder eine Slide? Eine gleitende Tonhöhe? Oder Timbre? Ist es ein scharfer oder eher weicherer Sound? Um eine Idee zu bekommen, was möglich ist, fängt man zunächst an, indem Musiker, Musikerinnen beobachtet werden, wie sie spielen, denn das ist der Ausgangspunkt. Es gibt eine Menge interessante Gesten in allen Musikinstrumenten. Für mich zum Beispiel ist es so, dass ich Gesten von Mundharmonikaspielern, Spielerinnen studiert habe. Es gibt interessante Gesten, wie zum Beispiel diese geschlossene Hand. Es gibt auch verschiedene Winkel, die mit den Fingern angenommen werden, mit der Hand. Es gibt also, ich habe Bewegungsstudien durchgeführt und bekam dadurch eine Menge numerische Daten optischer Art, Skeletterfassung, Bewegungserfassung. Aber das ist sehr, sehr teuer, und diese Geräte finden wir nur in Forschungseinrichtungen. Was also besser wäre für einen Do-it-yourself-Hersteller, ist Open-Source-Software verwenden, zum Beispiel Elan, und Gesten erfassen und einfach annotieren. Also zum Beispiel große Aufwärtsbewegungen. Man erfasst diese Dinge, erfasst Annotationen, analysiert gleichzeitig Klänge als verschiedene Eigenschaften, erfasst verschiedene Eigenschaften von Sound. Sonic Visualizer zum Beispiel, was ich nicht hier auf der Folie habe, eine großartige Software. Und dann vergleicht man, welche Gesten hängen zusammen mit welchen Klangeigenschaften, welchen Änderungen. Viele Menschen lehnen sich zum Beispiel zurück, wenn sie höhere Töne spielen. Solche Dinge kann man verwenden und diese Gesten einsetzen. Annotationssoftware ist relativ klar. Wir haben verschiedene Videos zum Beispiel hier mit Labels. Die sind also bestimmte Spektrumsdaten auch. Und dann sieht man, was passiert, wenn man sich den Graphen anschaut, welche Eigenschaften des Klangs werden beeinflusst. Und dann kann man dadurch erfassen, welche Gesten man wofür einsetzen möchte. Das kann ich noch ausführen, aber ich möchte ein bisschen kurz fassen. Du kannst verschiedene Sensoren benutzen, die müssen halt nur passen dazu, was du machen willst. Zum Beispiel FSAs, Sliders, Knöpfe, Infrarot, Ultraschall. Alles Mögliche, wo du deine Hand hin bewegst oder so. Also seid einfach kreativ, und wenn ihr mehr über Sensoren wissen wollt,
könnt ihr auch Sensorfusion benutzen, um noch mehr Daten zu kriegen. Und wenn ihr zum Beispiel zwei Sensoren habt und Sensorfusion benutzt, dann könnt ihr mehr Informationen rauskriegen als von nur einem oder einem anderen. Also der zweite Teil ist der Mapping-Teil, also der Verknüpfungsteil. Wie unterscheidet man ein gutes Instrument von einem schlechten Instrument? Ihr könnt sehr einfache Mappings machen, wie 1:1. Das geht hoch, das geht runter oder was auch immer. Aber stellt sich heraus, dass viele gute Musikinstrumente nicht so einfach sind. Weil, klar, du verstehst es einfach, aber es ist einfach langweilig. Und das ist einfach so irgendwie ein Spielzeug, was du dann irgendwie, das willst du vermeiden. Du willst es ein bisschen komplexer machen. Du möchtest nämlich, dass Menschen dieses Instrument mastern, also meistern können. Many-to-many Mapping ist gut, um viele Musiker. Man erfasst viele Parameter und steuert viele Klangerzeugungsparameter. Genau. Ein Musiker möchte halt viel machen und auch viel auf einmal machen, um verschiedene Ergebnisse zu machen. Das ist bestimmt so eine ganzheitliche Nutzung des Instruments. Einfach Gesten lernen und nicht Parameter lernen. Das ist einfach ganz andere Art ist, ein Instrument zu benutzen. Interessante Mapping-Ideen sind, Maschinenlernen zu benutzen, um Gesten zu klassifizieren. Kannst du irgendwelche Gesten aufnehmen mit Sensoren, die du benutzt, oder Instrumenten, die das aufnehmen. Kannst du dann mit einem Klassifizierungsalgorithmus benutzen, also 3 bis 4 Gesten, und fragst, welche ist die nächste, und vergeschliffst das mit einer Aktion. Kannst es auch indirekte Daten benutzen, zum Beispiel, du hast zum Beispiel einen Slider, also einen Regler, kannst du sehen, wo ist der. Kannst aber auch darauf zeigen, kann ich die Geschwindigkeit von jemandem benutzen, der diesen Regler bewegt, und das zu einem anderen Synthesis-Parameter verknüpfen. Kannst auch definierte Mappings benutzen, aber da musst du ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist flexibler. Aber dann verlierst du zwischen das Gesicht des Instruments, weil das dafür designt wurde, so zu klingen und so zu funktionieren. Und wenn du ganz zufällig machst, dann ist es halt zufällig. Hier haben wir ein paar coole Open-Source-Mapping-Werkzeuge, wie LipMap, dass du das ganze Netzwerk mappen kannst mit Open Sound Control. Gibt auch andere interessante Werkzeugkisten. Dann kannst du das ganze Gesten-Ding mit Rekord mit aufnehmen und Klassifizierung machen. Und die Klangherstellung will ich nicht so viel drüber reden. Da gibt es verschiedene Techniken. Zum Beispiel Subtractive, FM, physisches Modellen herstellen. Das kannst du dann alles digital herstellen, und ihr habt auch viele großartige Open-Source-Software, um das zu machen. Du gibst halt auch Feedback. Wenn du eine Violine spielst, dann bewegst du sie und der ganze Körper bewegt sich. Und das ist sehr wichtig, wenn du ein Instrument lernst, dass Vibrationen auf den Körper auswirken. Wenn du das wegnimmst, dann ist das viel härter, das Instrument zu lernen. Du brauchst ein Feedback vom Instrument. Das Problem mit digitalen Instrumenten ist, dass es nicht natürlicherweise geschieht. Das musst du also ein bisschen mit dem Instrument verknüpfen, dass das Instrument ein bisschen Feedback zum Künstler gibt, zur Künstlerin. Zum Beispiel vibrieren oder irgendwelche haptischen Informationen. Vielleicht auch sichtbar oder ein bestimmter Klang. So. Ich wollte ein bisschen die Maker-Community inspirieren, was zu bauen, das digitale Instrument zu bauen. Das ist nämlich ein sehr spannendes Feld. Das ist komplex genug, da kannst du dein ganzes Leben verbringen. Und ihr habt sehr viele Tools. Es wird auch alles günstiger. Die Sensoren sind wirklich günstig. Das Instrument war in den 80ern sehr, sehr teuer, aber jetzt ist es echt machbar. Und jetzt habt ihr all diese eingebetteten Systeme wie Pi oder was auch immer. Und könnt ihr jetzt Synthesis benutzen auf einer Kreditkartengroßen Größe. Und das ist wirklich großartig.
für die Leute, die diese anderen Instrumente vor 30 Jahren gebaut haben. Was sind denn die Probleme? Das sind ein paar. Zum Beispiel auf der NIME-Konferenz waren sehr viele Instrumente, die schon irgendwie ähnlich klangen, weil die ein krasses Interface hatten. Aber es ist eigentlich nur Kram, das mache ich nur Dü-Dü. Und da kann nicht jemand, niemand wirklich mit zusammenkommen, außer sie mögen Noise-Musik. Und das ist in meinen Augen einfach eine Entschuldigung. Ich mache Noise-Musik, also ist mir der Sound egal. Mach diese Fehler nicht. Und sei nicht der Einzige, der sein Instrument meistern kann. Das habe ich früher auch gemacht. Ich habe Instrumente gebaut und versucht, gut damit zu sein, aber eigentlich hätte ich das zu Musikern, Musikerinnen geben müssen und gleich viel mehr kriegen können. Und deshalb musst du das Setup auch einfach machen, die Einrichtung. Wenn hier über Kabel sind und du mehr an deinem Mac als an einem Instrument bist. Also das Coolste ist, wenn du einfach eine Kiste hast, die ein Instrument ist und Menschen sind daran gewöhnt. Es ist sehr wichtig, dass MusikerInnen mit dem Publikum reden können, also mit großen Gesten machen und das Publikum kann dann sehen, was der Musiker ist. Musikerin. Wenn du einfach nur am Keyboard arbeitest, dann finden die ZuschauerInnen deine Performance einfach nicht interessant. Ein schönes Zitat, das ich bringen wollte, ist diese. Das sind Wessel und Wright, die darüber reden, wie das perfekte DMI aussehen würde. Das ist eine niedrige Eingangsschwelle, das können alle nehmen und einfach damit anfangen. Das heißt, da ist aber keine Decke daran, wie sehr man das meistern kann, um perfekt damit zu werden, wie auf dem Piano. Also. Das sind einige meiner Eigenkreationen. Oben links ist das Feel Myth, das ist ein Gummiband. An einem Klangkörper mit einem Joystick oben drauf. Und dann kannst du das Ding Kabel, die Schnur zupfen. Und damit Klänge erscheinen. Und die Eurobox, das ist das Device, die du benutzt. Und wie ein Kassettendeck benutzt. Und dann kannst du deine Aufnahmen vor- und zurückspielen und wieder zerstören. Mit Effekten. Und mit jedem Loop zerstörst du es, bis du Noise hast. In der Mitte, das ist das kleine Ding. Das ist mein kleines, es ist ein kommerzielles Objekt, das ist kein richtiges Instrument, das ist eher ein Accessoire. Das ist ein Feedback-Device für haptisches Feedback, für ein Metronom oder so. Produzieren wir jetzt auch in China? Also eine kleine Demonstration. Davon? Weist auf den virtuellen String hin. Sehr experimentell. Hier ist noch ein anderes.
Gyroskop. Der Klang wird mit Drehung kontrolliert. Ah, Summertime von George Gershwin. Okay, ich denke. Danke. Hey, es ist großartig, was du da gemacht hast. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr. 3 Minuten über der Zeit. Aber dies ist der letzte Talk vor der Mittagspause, also haben wir etwas Zeit für Fragen und Antworten. Gibt es irgendwelche Fragen? Please, bitte geht zu den Mikrofonen. Könntest du die Musik noch mal weiterspielen? Ich glaube, das ist besser, als Fragen zu stellen. Ja, ich wollte eigentlich nicht auch was spielen. Ich könnte das in ein paar Minuten aufsetzen oder du könntest zu diesem Void Village kommen und selbst ausprobieren. Hast du jemals Gehirnströme als Klang, als Kontrollquelle ausprobiert? Ja, das stimmt. Ich habe das ausgelassen, aber es gab, wie war der Name? Es gab einen berühmten Musiker und Entwickler, der seine Gehirnströme benutzte, um Musik zu machen, mit einem großen Helm und so. Aber ich denke, es war ziemlich schwer. Diese Signale sind sehr unsauber, um über Musik zu denken und dann Musik zu erzeugen. Davon sind wir noch recht weit entfernt. Aber es gibt Menschen, die daran arbeiten, auch in der Seabase sogar, denke ich, glaube ich. Ich dachte mehr an etwas irdischeres wie deine Arme bewegen, mit dem Gehirn. Ja, wenn du deine Arme bewegst, kannst du natürlich einfach die Bewegungssignale des Arms messen, nicht die Gehirnströme dafür. Es gab zum Beispiel ein Projekt in Montreal, Erin Gee, sie hat Schauspielerinnen gebeten, sich mit einer Spritze in den Arm stechen zu lassen, was natürlich schmerzhaft war, aber dies ergab die besten Signale und hat dann die so erfassten Bewegungen direkt in Signale umgesetzt in Musik und die wurde dann von Robotern gespielt. Ja, eine Metafrage. Welche Instrumente hast du hier im Village? Was können wir ausprobieren? Ja, das Einzige, was wirklich bereit ist, ist dieses hier, die elektronische Mundharmonika, und die andere, wenn jemand interessiert ist, dies ist auch die Anleitung, dies zu bauen, ist komplett auf meiner Website. Wir könnten das also hier bauen oder auch das hier in Betrieb nehmen in kurzer Zeit, einigen Stunden. Okay. Danke, Julian, für diesen sehr interessanten Vortrag. Danke auch fürs Zuhören für unsere Übersetzung.